Hey Leute, was geht? Ganz recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Atlantic Fleet von Killerfish Games ist schon ein relativ altes Spiel. Es ist über 3 Jahre alt und basiert auf einem Mobile Game. Es ist die PC-Umsetzung von diesem Mobile Game. Und ja, es behandelt den Zweiten Weltkrieg, den Krieg auf dem Atlantik. Und ich dachte mir, ich mache das einfach mal der Abwechslung halber. Für jeden, den das Spiel interessiert, es kostet 10 Euro auf Steam. Und es frisst relativ schnell viele, viele Stunden, weil das Spiel merkwürdigerweise sehr motivierend ist. Ich habe mir das Spiel einfach mal interessehalber geholt, weil ich es bei anderen Leuten auch gesehen habe und interessant fand. Aber nie gedacht habe, dass ich es vielleicht mal selber spielen möchte oder sogar auf dem Kanal bringen möchte. Habe ich mir jetzt aber anders überlegt und dachte mir, gut, wir spielen jetzt mal auch direkt den ja, Battle of the Atlantic Mode. Und wir nehmen natürlich die Guten, die Deutschen. Und wir fangen einfach mal an. Continue. Continue heißt ja einfach, ich habe schon vorher einfach mal eine Kampagne begonnen. Wir sind hier also komplett am Anfang. Sehen wir hier unten. Woche 05, September 39. So, jetzt läuft es folgendermaßen. Ich habe mir gedacht, gut, wir sind ja jetzt Oberbefehlshaber der Marinestreitkräfte hier. Und ja, ein kleiner, etwas größenwahnsinniger Österreicher trägt nicht gerade ein bisschen Schuld daran, dass hier so ein Krieg ausgebrochen ist, den wir aber beenden werden. Und zwar versuchen wir, möglichst effektiv vorzugehen. Ich sage dazu, ich habe das Spiel so weit gespielt, dass ich ein bisschen die Befehle und alles so ein bisschen verinnerlicht habe, um nicht komplett auf die Fresse zu kriegen. Aber ja, groß jetzt irgendwie eine Kampagne durchgespielt oder schon mal die Briten geschlagen oder die Briten gespielt und die Deutschen geschlagen, habe ich also noch nicht. So, ich habe auch bei weitem noch nicht alle Schiffe gehabt oder sonst irgendwas. Ich glaube, das Größte, was ich hatte, waren die zwei Schiffe der Scharnhorst-Klasse, die man am Anfang sowieso hat. Ja, sehen wir hier. Und ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt mache ich Folgendes. Als erstes teile ich mir meine Flotten so ein, dass sie vernünftig stehen. Unter anderem werde ich meine Panzerschiffe, wovon ich hier zwei habe, als erstes mal zusammenziehen, um die Kampfkraft zu steigern. So, dann habe ich hier Teams von jeweils zwei U-Booten. Was ich ganz gut finde, ich würde ein U-Boot niemals wirklich alleine fahren lassen. So. Dann die zwei hier, den Zerstörer schicke ich hoch zu den Scharnhorst-Klasse-Schiffen. Die Köln schicke ich dahin. So, jetzt, ups, jetzt checke ich mal hier. Hipper, gut. Genau, das kann ich euch auch noch zeigen. Wir haben hier Shipyard, hier können wir Schiffe kaufen. Ne, hier haben wir Scharnhorst-Klasse, Bismarck-Klasse und diese Schiffe sehen wir hier unten rechts. Die kosten Renown. Ich nenne es jetzt einfach mal Geld. Credits, okay? Ja, das kosten sie. Oder, keine Ahnung, ist das Ruhm oder was ist das? Renown? Das weiß ich gerade gar nicht. Bekanntheit? Egal. 75.000 und wir haben 10.000. Ja, steht hier oben. Und da gibt es auch noch ganz andere Schiffe. Dann haben wir hier Schiffe der, der Panzerschiffklasse. Denke mal, das werde ich tatsächlich kaufen. Dann haben wir hier noch zwei schwere Kreuzer, Blücher und Eugen. Ich habe das Ganze hier auf realistische Schiffe beschränkt, deswegen stehen hier auch so die Namen. Aber die Schiffe, die größeren Schiffe, sind alle relativ teuer. Für 10.000 kriegen wir nicht viel. Da kriegen wir hier höchstens sowas, aber ja, damit können wir jetzt nicht allzu viel anfangen. Und ja, Schiffe in Klasse, gut, die haben wir alle schon draußen. Dann haben wir hier verschiedene Arten von Zerstörern. Und natürlich typisch für die Deutschen gibt es auch U-Boote. Davon gibt es ganz, ganz viel. Ganz, ganz viele U-Boote. Also, ne, da kann man wirklich, und das war's dann noch nicht, da geht es dann auch hiermit noch weiter. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich krass, wie viele U-Boote man hier selbst im, sag ich mal, einfach im realistischen Bereich überhaupt nehmen kann. Das ist schon extrem. Dann haben wir hier noch die modernen deutschen U-Boote, die also, ja, davon gibt es auch noch mal ganz viele. Das ist echt schon extrem. Ja, so viel zu der Theorie. Wir starten einfach mal direkt mit dem Krieg. Ja, der Krieg wartet ja nicht auf uns. Was möchte ich noch tun? Nö, erstmal will ich jetzt abwarten. Next.
Jetzt sind wir noch eine Woche weiter, nichts ist passiert. Dann ziehen wir die doch mal. Moment. Ziehen wir die doch mal provokanterweise runter. Das ist momentan unser stärkster Verband. Auf den müssen wir natürlich auch aufpassen. Oh, nächste Woche, Woche anderthalb. Immer noch nichts. Woche zwei. Jetzt haben wir hier so eine Aktion, das kann kommen. Allied Merchants attacked by Submarines. 57.560 Tons of Merchant Shipping sunk. So, das heißt, ja, das trifft natürlich die Alliierten, dass dort einiges verloren wurde. Aber da wir das Zeug nicht versenkt haben, haben wir nicht die Renown dafür gekriegt. Das heißt, wir müssen aktiv diejenigen sein, die hier ein Schiff versenken. Und ja, das Problem ist, ich würde gerne etwas versenken, aber ich komme irgendwie nicht so ganz dazu. Next. Next. Okay. Okay, dann sind wir jetzt mal komplett frech. Ja? Wir eskalieren jetzt mal richtig. Warship attacked by Alien. Gneisenau, Medium Damage. Oh, das ist nicht gut. Dann, ja. Ja, das ist jetzt die Tragik des Augenblicks. Ja. Das bedeutet, wir müssen jetzt einfach mal Folgendes machen. Das war ein falscher Knopf. Ja, wir sagen hier, Moment. Eigentlich müsste man die. Genau. Jetzt schicken wir die zum Reparieren. Das zeigt aber gleichzeitig auch die Reparaturmechanik. Wir haben hier 12 Turns. Das heißt also 12 Wochen, die vergehen müssen. Und dann ist das Schiff wieder einsatzbereit. Aber 12 ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Jetzt haben wir nur noch ein Schiff, das ist die Scharnhorst. Und die ist jetzt natürlich ziemlich beschädigt. Das heißt, wir machen einmal Next. Warship Attack by Axis, ein Zerstörer, mittlerer Schaden, auch gar nicht schlecht. So, irgendwas schickt sich scheinbar dort jetzt an uns anzugreifen. Das heißt, wir machen einfach mal Next. Hat sich verkrümelt. Next, okay. Schauen wir mal. Da sieht man es, jetzt sind es nur noch 9 Wochen. Ja, manchmal zieht sich das so ein bisschen mit dem Gefecht. Gut, in dem Falle werden wir einfach mal einen kleinen Verband zusammenstellen. Bestehend aus, ja, ich würde sagen, die schicke ich dahin. Na, dann haben wir das so ein bisschen. So, obendrein werden wir mal unsere U-Boote neu platzieren. Einfach mal so um England herum. Und dabei fällt mir auf, ich habe die beiden hier unten komplett vergessen. Die hätten schon viel weiter oben sein können. Die brauche ich nämlich tatsächlich. Ich möchte anders als in der Realität nicht unbedingt auf U-Boot-Verbände setzen, sondern auf Kampfverbände, um mich den Gegnern zu stellen. Und das war der nächste Turn. Dieses Mal werden wir dann doch so langsam unsere Verbände hochziehen. Okay, wir haben hier ganz gut dicht gemacht. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Ja, manchmal nimmt er den Klick hier nicht so richtig auf der Karte. Da muss man immer so ein bisschen herumfingern, sage ich mal. Ja, obwohl, nee, die lassen wir mal da stehen. Oh, das sind, so viele sind das. Okay, jetzt habe ich die da alle wieder hingezogen. Oh, das war dumm. Das war tatsächlich dumm. Ja, nehmen wir mal. Ja, na komm. Ah. Gut. Oha, schwerer Kreuzer, Burek, schwerer Schaden. Das ist ganz gut. Aha. Haben wir einen Kampfverband, der sich uns nähert. Das ist ja ganz gut. Die beiden ziehe ich langsam hoch. Müssen wir da reinkriegen? Ich überlege gerade, ob ich einen Wolfsrudel baue, aber ne. Gneisenau ist immer noch 6 Wochen in der Reparatur. Das ist nicht so geil. Aber in der Zwischenzeit werden wir tatsächlich
10.000. Ich muss mal gucken, was Urte kosten. Ich habe bisher noch kein Urt gekauft. Gut. Zwei noch was. Gut, dann, ja. Kaufen wir doch mal. Ja, drei U-Boote. So. Jetzt haben wir drei U-Boote gekauft. Und die sehen wir dort jetzt. Die sind jetzt dort in der Karte. Huch. Die drei schicken wir einfach mal dahin. Genau, die kann ich nicht mehr ziehen. Also, next. So, das gegnerische Schiff hat sich dort verzogen. Ja, dieses auf der Karte Schiffe hin und her ziehen ist immer noch das eine. Wir sind ja, ich möchte sagen, wir sind ja hier mittlerweile die Macht eigentlich. Schicke ich mal da oben hin. Den Verband schicke ich dahin. Dann sage ich Next. Immer noch kein Konflikt. Das ist schwierig. Das Ding ist, ich hätte gerne Renown, weil logischerweise möchte ich natürlich große Schiffe besitzen. Und ja, im Moment passiert hier nicht viel. Die Briten halten sich zurück. Ja, den Verband, genau. Jetzt haben wir einen Konflikt. U39 und U40 gegen den Schlachtkreuzer Renown und den Zerstörer Jervis. Attack. So, als erstes verschaffen wir uns mal einen Überblick über die Situation. Ich denke, da haben wir ein U-Boot und U40 liegt dahinter. Genau, die kommen genau auf uns zu. Das bedeutet, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir fahren langsam. Bleiben auf unserem Kurs. Bewegen uns nur ein kleines Stück. Nehmen das da ins Visier und schalten dann hier unten rechts um auf Torpedo. Und jetzt, jedes Mal, wenn wir hier einmal drauf drücken, ist das die Richtung, in der ein Torpedo hingehen wird. Die Torpedos können wir hier unten verstellen, die Richtung. Und ja, ich denke, das wird einer sein. Das wird ein weiterer sein. Das wird einer sein. Und das wird einer sein. Und damit sollten wir ihn treffen. Dann feuern wir die Torpedos ab. So. Da hat man es gesehen. Der Fächer ging auf. Hier haben wir das nächste Boot. Oh, das hat einen wundervollen Winkel auf die Renown. Also die Renown kriegen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Auch hier gehen wir auf leichte Fahrt bloß. Und werden dann einfach mal einen richtigen Torpedofächer absetzen. Also egal nur mal wie, ne? Bei den Kreuztorpedos, der kann nur reinfahren, sage ich euch ganz ehrlich. So, alle Torpedos abgefeuert. Ja, jetzt zieht er in die anderen beiden rein. Also wenn er den ausweichen kann, Respekt. Die Jervis ihrerseits macht nichts. Wir sagen mal Dive. Genau. Und dann können wir auch auf None stellen, wenn wir keine Handlung durchführen wollen, keine Action. Und lassen ihn einfach fahren. Er ist da, der ist uns egal. Wir bewegen uns einfach weiter mit langsamer Geschwindigkeit. Und weil wir kein Torpedo geladen haben, was eine Weile dauert, machen wir auch hier weiter auf Nahen. Ah. Zwei Torpedos ins Heck. Das war ganz gut. Schade ist, dass die vier komplett weggegangen sind.
Das wäre echt gut gewesen, wenn der nach links fährt. So, jetzt können wir uns mal das gegnerische Schiff angucken. Wir klicken drauf. Ja. Steuerung und Antrieb hat es also richtig zerrissen. Das heißt, wenn wir noch ein Torpedo haben, ist er ein relativ leichtes Ziel tatsächlich. So, jetzt haben wir den Kollegen. Wir gehen nochmal auf Dive. Tauchen wir also noch weiter ab. Klicken auf Done. Dann haben wir den Kollegen. Nee. Nein. Bewegen uns einfach ein Stück und dann gucken wir mal, ob er schon ein Torpedo nachgeladen hat. Nein, noch nicht. Bin der Meinung, das wird einem auch angezeigt. Ja. Ah, er ortet was. Ich glaube, er hat den geortet, der hier. Genau. Ihn. Geh noch weiter runter. Ich glaube, fast den ziehe ich zurück, weil wenn der den ortet, dann wird es schwierig. Genau dann. Moment. Oh. Jetzt bin ich aus Versehen getaucht. Aber wir haben ein Torpedo nachgeladen, das ist gut. Das heißt, im nächsten Turn können wir ihm den drücken. Er wird sowieso nicht viel machen. Die Jarvis all derweil hat hier unser U-Boot gefunden. Oh ja, wir gehen mal auf Disengage. Ne? U-Boote sind in diesem Spiel übrigens ziemlich overpowered, möchte man sagen. So, jetzt stellen wir auf Torpedo, zielen auf ihn. Und wir wissen ja, er ist noch relativ schnell. Zielen einfach mal dahin. Und sagen Feuer. Hoffen einfach mal, dass der jetzt trifft. Na, guck an, er macht sogar noch weiter auf. Ist nicht so schnell, wie man denkt. Ah, ich glaube, er wird ihn knapp ausweichen. Ja. Ah, ärgerlich. In diesem Falle disengage. Dann. Ich will hier einfach keinen leichten Schaden bei zwei Torpedos. Das ist interessant. Ja, ich will hier einfach kein Risiko eingehen und werde mich hier zurückziehen. Weil das halt nicht unbedingt geil ist. Aber wir haben den Verband hier, den wir da reinziehen werden. Damit die gar nicht erst abhauen können. Die beiden bleiben da stehen, damit er sich da nicht. Und wenn er sich dahin zurückzieht, habe ich da wieder zwei U-Boote. Also alles in allem habe ich ihn eigentlich ziemlich am Sack. Der Verband wird sich mit denen nicht unbedingt anlegen können, deswegen ziehe ich die kurz zurück. Aber ich habe hier drei U-Boote. Ich einfach mal dahin ziehe, um sicherzustellen, dass mir der Verband nicht entkommt. Weil die werden wir noch erwischen. Next turn. Ah. Gegnerisches U-Boot hat Schaden erlitten. Mittlerer Schaden, die Thesis. Gut. Der Verband konnte sich irgendwie zurückziehen. Dort gibt es scheinbar ein gegnerisches U-Boot oder irgendwas, was sich da unten rumtreibt. Das kann uns aber gerade mal egal sein. Und irgendwie haben die sich zurückgezogen. Die konnten sich ja nur dahin zurückziehen. Eigentlich. Ich wüsste sonst nicht, wo die sind. Allerhöchstens da. Also lassen wir es mal drauf ankommen. Tatsächlich. Next. Oh. Okay. Hier haben wir jetzt den gegnerischen Kreuzer Cumberland und den Zerstörer Lance. Gegen unsere Schiffe, den schweren Kreuzer Admiral Hipper, die zwei leichten Kreuzer Leipzig und Nürnberg und die zwei Zerstörer Mars und Thiele. So, die Gegner fangen an. Das war zu kurz. Ich werde zuerst das Feuer, glaube ich, auf den schweren Kreuzer konzentrieren. Außer von den Zerstörern, die werden den gegnerischen Zerstörer aufs Korn nehmen. So, jetzt sind wir dran. Wir nehmen natürlich, oh Moment. Wir behalten erstmal unsere Richtung bei. Nehmen ihn als Ziel, Elevation 15. 15.1. Wir gucken einfach mal, wo das landet. Natürlich schießen wir mit Panzerbrechender Munition, ist ja klar.
Das waren direkt zwei Treffer, das ist ganz gut. Obwohl, wir nehmen ihn aufs Korn, Elevation 17. 15, 16, 17, bisschen drüber. Weil, wenn wir den Zerstörer ausnocken, wäre das geil. Die Dinger schießen nämlich auch gerne mit Torpedos. Und wir wollen keine Torpedos, besonders nicht in unserem Gesicht. Das könnte nämlich bedeuten, dass er eines unserer Schiffe schwer beschädigt oder sogar versenkt. Und das wäre ungut. Ich gehe mal ein bisschen tiefer als die Empfehlung. Ich gehe mal auf 19,5. Sogar das war noch ein Tick zu weit. Gut, dann gehen wir hier auf Flank. Nehmen ihn als Ziel. Panzerbrechen behalten wir bei. Elevation 19,2. Ja, diese Kanonen verhalten sich jetzt wieder anders. Wie die sich verhalten, werden wir sehen. Die haben einen sehr hohen Feuerwinkel. Das war zu weit. Geht auch auf Flank. Und wir nehmen ihn als Ziel. Elevation 22. Okay. Ich mach's einfach mal. Die können untereinander nämlich auch nochmal andere Kanonen haben. Weil ich nicht weiß, welcher Zerstörer hier zu welcher Klasse gehört. Oh, er schießt. Er kommt dichter. Wir müssen bald treffen. Wir müssen einen schweren Treffer landen. Er fängt schon direkt an zu smoken, weil er direkt gelitten hat beim ersten Mal. Okay. Ja, wir schauen uns gleich mal nach dieser Salve das gegnerische Schiff an und gucken, was da kaputt ist und was nicht. Elevation 15. Ja, sieht gut aus. Drei Treffer, das war sehr, sehr gut. Wir schauen mal, wie es dem Gegnerkreuzer geht. Okay, Main Spot und Main Radar sind Main Radar. Junge, sind schwer beschädigt. Genauso wie das X-Turret, welches auch immer das ist. Und AAA ist beschädigt, aber nicht schwer beschädigt. Das ist gut. Das heißt, nach einem Turn ist das wahrscheinlich wieder einsatzbereit, aber das nicht. Das braucht, glaube ich, länger. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie lange, um ehrlich zu sein. Nächstes Schiff, der Kollege. Genau, wir nehmen auch ihn unter Feuer. 20. Waren jetzt nicht ganz 20. Hätte ich aber mal machen sollen. Ein bisschen drüber sogar. Ah, okay. Weiter. Genau, wir hatten ja den Kollegen da unter Feuer, aber ja, wir versuchen jetzt erstmal den schweren Kreuzer zu versenken. Wir haben eine Elevation von 25 als Empfehlung. Tick zu weit wieder. Ja, dann schicke ich die Zerstörer rein? Nee, eigentlich will ich das nicht. So, 20, wir gehen mal ein bisschen runter und schießen. Das Ding ist, wenn die smoken, habt ihr keine Höhenempfehlung von den Entfernungsmessern, weil die das sozusagen nicht richtig bestimmen können. Und dann ist das Problem, dass ihr selber schätzen müsst und darin habe ich jetzt keine Übung. Das heißt, ich bin, was das angeht, ziemlich aufgeschmissen. Ich muss also komplett Rätsel raten. Das war schon mal näher dran. Okay, er fängt nicht an zu smoken, aber er fährt Schlangenlinien. Aber dadurch, dass er selber so viel manövriert, versaut er sich auch selber immer wieder die Ziellösung. Oh, er hat aufgehört zu brennen. Das ist nicht gut. Das heißt, er hat ein paar Sachen wieder repariert. Elevation 13. Wir schmeißen einfach möglichst viel und bleiben Breitseite. Aber das war zu wenig. Elevation 22 als Empfehlung. Wir bleiben mal auf 20,5 tatsächlich. Das war auch absolut richtig. Zwei weitere Treffer. Wir haben wieder Feuer verursacht. Wir haben irgendwas beschädigt.
So, der Kollege hat Meilen zu weit geschossen. Haben eine Empfehlung von 17,8. Ah, nochmal. Der hat ja drüber geschossen. Das heißt, wir gehen hier mal ein bisschen runter. Ja. Drei Treffer, das war gut. Und er muss einen Ticken höher. Ah, knapp daneben. Ich glaube, er hat tatsächlich vor, abzuhauen. Das habe ich übrigens aktiviert, dass Gegner auch versuchen können zu verschwinden. Jetzt smoked der Kreuzer auch. Versucht also auch abzuhauen. Wir werden aber versuchen, ihm das zu versauen. Treffer. Oh, das war ein guter Treffer. Wir wollen ja nicht, dass er einfach von der Party verschwindet. Das wäre ja nicht nett. Also einfach Breitseite zu fahren, hat sich hier definitiv bezahlt gemacht. So, ziehen wir wieder so ein bisschen nach vor. Ich weiß gar nicht, waren wir hier richtig oder waren wir hier nicht richtig? Ich glaube, wir waren richtig, aber wir müssen einen Ticken runter, weil er näher gekommen ist. War nicht weit genug runter. Bei ihm weiß ich auch nicht so richtig gerade mehr. Goldfischgedächtnis as fuck. Wir bleiben mal sogar auf der Lösung. Das war wieder zu niedrig. Schwierige Sache. Gut, in dem Falle werde ich jetzt mal die Zerstörer reinschicken, tatsächlich. Aha. Ah, knapp daneben. Schande. Ja, auch du. Ich weiß gar nicht, wo ist denn das gelandet? Ziemlich drauf, ne? Lassen wir mal so. Er hat ja auch weggedreht. Ja. Guck an, ein Treffer. Wenn er mal aufhören würde zu smoke. Er tut mir den Gefallen und fährt einfach geradeaus weiter. Wir bewegen uns jetzt auch mal. Er ist einfach nur weitergefahren. Das heißt, theoretisch müssten wir treffen. Theoretisch. Ja, sieht gut aus. Weitere Treffer. Das erfreut uns. So. Hier werden wir jetzt auch mal langsam einschlagen, das Ruder. Ziel bleibt er. Weiter runter mit der Elevation. Ja. Und da haben wir die Cumberland versenkt. Jetzt haben wir nur noch den. Ja. Den Kreuzer, den Zerstörer. Meine Konzentration ist heute aber auch wieder die allerbeste, ne? Ja, es gibt auch eine Untergangssimulation. Die Schiffe verschwinden nicht einfach, ne? Gucken wir uns hier einfach mal an. Da sehen wir nochmal, was wir alles kaputt gemacht haben. Im Endeffekt ist der jetzt untergegangen, weil er einfach zu viel Wasser aufgenommen hat. Wir haben einfach zu viele Löcher reingeschossen. Sieht man ja. Und ich bin fast der Meinung, er hätte weniger smoken und mehr schießen sollen. Dann hätte er uns wahrscheinlich durchaus angreifen können. Das wäre wahrscheinlich durchaus für ihn eine gute Sache geworden. Machen wir direkt noch einen Screenshot davon. Weil Thumbnail braucht man ja auch. Move. Das ist jetzt der zweite Kreuzer. Ich habe keine Ahnung, wie weit der Kollege da weg ist. Wir schießen einfach mal auf 20.
Man hat ja ein Mädel. Das hätte fast gesessen. Und ja, wir verfolgen den Kollegen einfach mal. Gehen voll drauf. Gehen mal einen Ticken runter, da wir, glaube, wir holen die langsam ein. Ah, wieder knapp daneben. Okay, den lassen wir einfach mal in diese Richtung. Ja, wir gehen mal so ein bisschen runter. Wieder ein Treffer. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Den Kollegen zu treffen wird wirklich nicht einfach. Wir bleiben einfach mal mit der Lösung, die wir zuletzt hatten. Das war einfach mal ein Tick zu weit. Nicht, dass wir den Kollegen da rammen. Wir gehen mal noch ein Stück nach rechts. Ja. Wir gehen einfach mal runter auf... Wir gehen einfach mal runter auf 15. Gucken, wo das landet. Das war deutlich zu kurz. Ja, Move. Mit dem müssen wir auch gleich eindrehen. Schusslösung waren 20. Wir gehen mal ein bisschen höher auf 21. Noch was. Das war zu weit. Ja, das mit dem Smoke finde ich persönlich irgendwie nervig. Weil, keine Ahnung. Vor allen Dingen mit der Zeit bin ich schon der Meinung, dass die irgendwie auch mal eine Schusslösung haben dürften. Weil, also zumindest die ihn sehen können, weißt du? Weil ich kann ihn ja sehen. Ich kann ihn ja sehen, ich kann ja ganz klar eine Schuss. Wenn er jetzt hinter seiner eigenen Rauchfahne fahren würde, dann würde ich das verstehen. Aber so, schwierig, schwierig, schwierig. Welche Höhe machen wir da? Bleiben wir auf 20? Okay, also wir holen ihn definitiv ein. Er ist relativ langsam tatsächlich. Schwierig. Okay, das war zu weit. Glaube ich, war das zu weit? Gehen wir mal runter auf 11. Ja, das war jetzt zu wenig. Er war zu kurz. Schießt mal weiter. Näher dran. Wir kommen der Sache näher. Er wird nicht ewig davon rennen können. Er war, glaube ich, zu hoch, ne? Oh ja, sehr gut. Wieder ein Treffer, diesmal von einer etwas größeren Granate. So, er muss definitiv runter mit der Elevation. Wir versuchen mal 13. 14 wären es gewesen. Schande. So. Das war, ich glaube, auch zu weit, ne? Ja, wir holen ihn langsam ein mit allen Schiffen. Oh, sehr gut. Nein! Oh, Mann, der Haufen stinkt doch schon. Der verwest doch, der rostet doch schon. Was ist los? Warum sinkt der noch nicht? Oh Gott. Wir waren näher dran, aber er ist jetzt wieder ein Stück weiter weggefahren. Wieder knapp daneben. Oh. Lassen ist das. Mal einen Ticken höher. Das war noch nicht ein Ticken hoch genug.
Die sind ja ungefähr auf einer Position hier, die beiden, und haben dieselbe Artillerie. Aber auch da wieder kurz dahinter. Wir holen langsam ein. Gehen wir noch ein Stück runter. Das war zu weit runter. Wir hätten fast draufbleiben sollen. Ja, der Zerstörer erweist sich hier durch seinen Gesmoker eigentlich als das härtere Ziel. Ja, ich habe völlig vergessen, wo der hinging. Das war ein Treffer. Er sinkt halt immer noch nicht. Okay, wir waren zu kurz. Jetzt waren wir ein Stück zu weit. Verdammtes kleines Kackschiff, Alter. So, wir waren zu kurz. Ist ein Stück höher, so. Oh, das sieht gut aus. Das war's auch noch nicht. Oder? Nein. So. Wir waren zu kurz. Weiter zu kurz? Ich weiß es nicht. Ich schieße einfach nochmal auf dieselbe Lösung, weil ich es vergessen habe, ehrlich gesagt. Ja, es war zu kurz. Wie dieser Zerstörer mehr aushält als der schwere Kreuzer, ETF. Das war zu kurz. Jetzt ist es zu lang. Schwierig. Wahrscheinlich hat er schon wieder keinen Schub und fährt zu langsam. Das war Kilometer zu weit, okay. Ich glaube, er ist kurz vorm Sinken. Der macht, glaube ich, nicht mehr lange. Oh, jetzt hat er aufgehört zu smoken. Endlich. Hat aber lange genug gedauert, ey. Elevation 13.3. Ah, sind wir sogar ungefähr drauf. Und Ofen aus. So lange hat's gedauert. Also das muss man diesem Zerstörer lassen. Der hat sich verdammt lange gehalten. Also der Kreuzer war viel, viel schneller weg als der kleine Zerstörer hier. Das hat das Ganze unfassbar in die Länge gezogen. Okay. Die Lance. Also Respekt an die Lance. Die hat sich wirklich gut gehalten. Das war echt gut. So, bekommen haben wir jetzt dafür 12.450. Also die totale Tonnage von dem hier. Das heißt, wir könnten uns jetzt theoretisch irgendwas kaufen, aber wir sparen jetzt noch ein bisschen. Gut, das Video ist mehr als lang genug. Es ist im Grunde eine Pilotfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das gerne öfter mal sehen wollt. Und ja, wenn ihr mehr sehen möchtet, vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid. Ich hoffe einfach, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.